Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Tele Bloch. Wir machen es nochmal über die lange Distanz, Herliberg, Zürich. Ja, man sieht, es sind ein bisschen locker geworden. Ist das jetzt auch ein bisschen eine Widerspiegelung von der Realität? Ja, ich bin heute im Garten gewesen. Wir tun hier noch weiter machen. Wir müssen den Weg festlegen. Und es ist ja sommerlich wunderbar. Und man muss sich richtig zusammennehmen, dass man sagt, das ist ja eine Epidemie. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt komme ich halt einmal als Tele Blocher in einem leichteren Ton. Das ist ja ein bisschen sommerlich. Wie ist es denn? Sind Sie schon draußen gewesen? Sind Sie jetzt einmal in einem Restaurant gewesen in den letzten 5-6 Tagen? Nein, ich glaube nicht. Also die letzten 2 Monate, es ist ja ziemlich genau 2 Monate, bin ich nie draußen gewesen, mit Ausnahme von Laufen, morgen früh, wenn es keine Leute hat und so weiter. Aber also im Garten bin ich gewesen, aber nicht außerhalb vom Haus. Und diese Woche bin ich das erste Mal einen Tag wieder ins Büro. Also, dann sind Sie ja mit den Leuten zusammengesessen in dem Sinn, oder? Ja, also nicht zusammengesessen, aber wir haben jetzt wieder von der Homeoffice, sind kommen alle wieder ins Büro. Wir haben ja Einzelbüro und wenn man zueinander ins Büro geht, sagt man halt Masken an. Und da sind die Vorschriften 2 Meter und Masken, wenn man näher zusammenkommt. Und das geht gut. Und da sieht man natürlich auch, wie viel produktiver man schafft, wenn alle miteinander im Büro sind, als das sogenannte Homeoffice. Da ist natürlich vor allem Produktivität schnell ab durch die weiten Distanzen. Der Mensch schafft halt mit Menschen und nicht mit Apparaturen. Eben, es gibt ja schon Leute, die sagen, nach dieser Corona-Geschichte werde sich das Homeoffice durchsetzen. Das ist die neue Form, wie man in Zukunft zusammenarbeitet. Ja gut, es wird schon so nicht gegeben. In der Verwaltung habe ich das vor allem gehört, weil das ist sehr schön, wenn du zu Hause sein kannst und den Lohn hast. Aber das führen ist dann außerordentlich schwierig. Und dort, wo Produktivität nicht so eine Rolle spielt, geht ja das. Aber dort, wo es darauf ankommt, dass man miteinander kommuniziert und schnell kommuniziert, und schauen, versteht mich wie mich und kann entgegnen und so weiter, ist das keine erstrebenswerte Form. Ich wundere mich auch, dass das so heute propagiert wird. Weil es ist noch nicht lange her, namentlich in der Verwaltung, hat man grosse Gebäude gemacht und gesagt, alle müssen zusammen ins gleiche Haus. Man muss zentralisieren. Der eine ist an dieser Straße im 5. und dort 100. Und die muss man zusammennehmen. Man hat hunderte von Millionen Franken ausgegeben. Und jetzt plötzlich sagt man, nein, Homeoffice, wo jeder die Heimschaft, der eine in Zürich, der eine in Bern und der andere in Winterthur. Und das ist jetzt die neue Form. Da sieht man, wie die Modelle, die man da produziert, wie die auf schwachen Füßen stehen. Hinten dran hat es meistens Wünsche, die grösser sind. Oder die Begründung ist meistens nicht die, die die Absicht ist. Wir haben sehr viele Zuschriften bekommen. Auf unsere letzten Sendungen ein Arzt hat geschrieben aus dem Kanton Bern, hat gesagt, Sie haben ja gesagt, die Massnahmen seien völlig übertrieben. Und er stellt die Frage, wie dass Sie sich das überhaupt zutrauen. Sie sagen ja selber nicht Arzt. Ja, also dem Arzt ist einmal sagen, führen, wo man zwar in solchen Sachen derzt hören, aber man muss selber entscheiden. Und er hat nicht gesagt, welche Massnahmen, also ich gesagt habe, die sind übertrieben. Also, aber ich kann ihm sagen, und dann muss man auch sagen, welchen Arzt, also ich habe den auch Arzt, der ganz anders sagt als der, der den Brief geschrieben hat. Aber es ist klar, wenn Sie einen Arzt fragen und sagen, Sie, jetzt kommt eine Epidemie, die ist ansteckend. Wäre es nicht besser, jeden Einzelnen würde in eine Höhle gehen und dort hinein sich abschliessen, dann stecken wir einander doch nicht an. Dann muss er sagen, oh, Sie haben recht, das wäre sicher besser. Das ist der ärztliche Aspekt. Aber der, der führt, muss auch sagen, was passiert denn, wenn jeder in einer Höhle hineinhockt? Der verhungert, der verdurstet, er wird nicht angesteckt. Und das ist genau bei diesen Massnahmen so gewesen. Man hat ja nicht überlegt, was sind eigentlich die Folgen, die man macht. Und jetzt,
jede Massnahme, die auch der Mediziner vorschlägt, das ist auch, auch wenn ich nicht Arzt bin, wenn mir der Arzt etwas empfiehlt für mich selber, muss ich das dann nachvollziehen. Und jetzt in dieser Epidemie, es ist unbestritten, ich glaube, von dem Arzt und noch von anderen Ärzten, also ich glaube, es ist unbestritten, der Virus, das Virus da, das ist sehr ansteckend. Ansteckend. Das ist die Übereinkommung. Jetzt sollte man schauen, dass die Leute sich nicht anstecken. Darum ist es nachvollziehbar, dass man sagt, hört, ihr müsst einen Abstand haben. Sie haben jetzt 2 Meter festgelegt. Da würde ich dann den Arzt fragen, ist das gut 2 Meter? Woher kommt denn die Zahl? Ja, es braucht 2 Meter. In Österreich sagen sie, es muss 1 Meter sein. In Deutschland sagen sie, es muss 1,50 sein. Das ist ja entscheidend, ob man 1 Meter oder 2 Meter was auseinanderzieht. Denken Sie an die Vorschriften im Restaurant. Das ist dann entscheidend, ob Sie 2 Meter oder 1 Meter auseinanderziehen müssen. Sollen wir den Arzt sagen, warum 2 Meter und nicht 1 Meter? Und warum geht es denn in Österreich? Pumpen dann dort die Viren weniger weit als bei uns? Oder was ist denn das da los? Also das sieht man, muss alles ein bisschen relativieren. Aber ich habe von Anfang an aufgerufen, hört die Distanzvorschriften. Zweitens sage ich dem Arzt, überall in allen Ländern sagen sie, Abstand halten, ob jetzt 1 Meter oder 2, aber Abstand halten. Und ein Schutz ist Mundmaske. Bei uns. Der Arzt hat wahrscheinlich auch mitgemacht, hat mir gesagt, ja, Mundmaske ist nicht nötig. Sogar sie nützen nichts. Sogar sie sind schädlich. Bis man gemerkt hat, die haben das gesagt, zum Verdecken, dass der Bund seinen Auftrag, nämlich Masken zu halten für Epidemien, nicht nachgekommen ist. Also die Verwaltung hat ihre Aufgabe nicht gemacht und jetzt hat man das nicht können anordnen. Aber mich zum Beispiel in dem Unternehmen, wo ich bin, ich habe immer eine Mundmaske bei mir. Sobald ich ins Büro komme und jemand kommt in die Nähe von mir, lege ich die an und will, ich will mich schützen. Das ist ja. Jetzt muss ich schnell unterbrechen bei dieser Maske. Man sagt ja, wenn man die einmal angehabt hat, dann braucht man schon wieder eine neue, oder? Nein, nicht ganz so. Man kann sie auch nicht rechnen, aber man braucht von Zeit zu Zeit wieder eine neue. Wie viel haben Sie denn so? Wie viel haben Sie den ganzen Tag allein natürlich. Also wir haben jetzt im Haus 100 Masken, wenn wir zu wenig haben, kauft man halt wieder, oder? Und in der Firma, wo man hier kommt, hat es Masken. Wenn einer kommt, ins Büro, hat keine Maske, kann er eine Maske nehmen und wir haben auch Desinfektionsmittel. Das leuchtet mir ja alles ein. Darum macht man sie auch. Und dass der Bund das muss verlangen, ob er es jetzt in Eigenverantwortung geben oder selber befehlen, ist noch eine andere Form, das ist kein medizinisch. Und jetzt kommt aber das andere. Wir haben ja vom Bund aus ganze Lebensbereiche stillgelegt und gesagt, das ist notwendig. Statt dass man gesagt hat, hört, schützt euch schützen mit Distanz und der Mundmaske. Wenn ihr in die Nähe kommt, die Handwäsche ist ja klar. Das gehört ja dazu, die Handwäsche. Und desinfizieren, hat er gesagt, dann tun alle Schulen zu. Und wir müssen sie alle Kantonen gleich machen. Jetzt muss ich nicht Arzt sein, um das zu entscheiden und zu sagen, ist das gescheit? Ist das gescheit, dass im Kanton Tessin, wo man so eine Ausbreitung hat und im Kanton Appenzell-Innerrhoden, wo man praktisch keine Fälle hat, die gleichen Vorschriften macht. Da muss doch der Arzt mir nicht sagen, sie sind ja nicht Doktor, sie sind ja nicht Arzt. Was wollen sie denn da kritisieren? Das ist doch dann über nichts für Menschenverstand. Und dann hat man noch ein bisschen Detail festgelegt von Bern, wie man es muss machen. Das ist Planwirtschaft, das ist nicht gut. Es ist auch nicht gut, dass man alles außer Kraft gesetzt hat und auch gesagt hat, oh, jetzt haben wir so einen Schaden zugeführt. Jetzt kostet das bis 100 Milliarden.
Das kann der Arzt ja da gleich sein. Der kann sagen, ja, nur also, kostet 100 Milliarden. Ich bin von der Wirtschaft. Ich weiß, wie lange das es geht, bis man das Loch füllt. Wie lange geht's? Ja, also, wenn es wieder gut geht, wenn es überall wieder Freiheit gibt, dann wird das relativ schnell gehen. Aber lang. Also 10 bis 15 Jahre geht das, bis 100 Milliarden wieder erwirtschaftet sind und abgebaut sind. Dazu kommt, dass natürlich, wenn die Leute keine Arbeit mehr haben oder die Leute gesellschaftlich nicht mehr teilnehmen am Leben, gibt es eben Sekundärschäden. Auch übrigens medizinische. Also Psychiater sagen mir das, oder? Was heisst das, wenn die Leute so isoliert werden. Also das spürt man jetzt schon, nach diesen 2 Jahren. Da wollte ich jetzt nicht mitreden, da bin ich eben nicht Arzt. Da soll der schauen, was das ist. Und da habe ich eigentlich kritisiert in erster Linie. Aber ich habe gesagt, was das bedeutet, wenn wir die Wirtschaft stilllegen. Und das hat der Bundesrat auch gemerkt. Und hat er sofort gesagt, jetzt müssen wir den Schaden wieder gut machen. Den Schadenersatz. Die Leute, die keine Arbeit haben, entschädigen. Unternehmen Kredit geben, damit sie nicht zusammenbrechen. Ein Konkursverbot, eine Betreibungspause und so weiter, ist ja alles einsehbar. Aber da muss ich fragen, ob die Massnahmen notwendig sind. Und jetzt kommt man auch dazu. Ich bin ja auch entschuldbar, weil am Anfang hat man nicht gewusst, auch medizinisch nicht gewusst. Da muss der Arzt auch nicht so tun, als wüsste er alles. Am Anfang hat man nicht gewusst, was eigentlich da los ist und was die Folgen sind und woher das kommt. Das hat man jetzt, wird man immer mehr gesehen. Dann hat man gesagt, die kleinen Kinder dürfen nicht zum Großvater. Auf einmal, weil das irgendwie, wie haben sie gesagt, Virusschleudern und so nichts Zeug. Und nach auf einmal sagt man, ja, also man hat festgestellt, die Kinder kommen es nicht nur über, sondern sie sagen auch nicht Virusträger. Also der Großvater kann das Kind wieder umarmen, maximal 15 Minuten, aber betreuen dürfen sie nicht. Das sind ja auch alles Massnahmen, die willkürlich sind und die einem ein bisschen komisch dunkeln, oder? Wieso sollte man Kind umarmen, aber nicht betreuen? Sie haben ein Stichwort geliefert, das ist das, die berühmten Masken. Jetzt hat es in der Zürich Zeitung einen grossen Artikel gehabt, in der Stadt Zürich. Hat ja der Stadtrat und die Verantwortlichen von der öffentlichen Betriebe, nehmen wir jetzt als Beispiel, haben ja die Leute freiwillig Masken verteilt am Morgen auf den grossen Plätzen. Aber wenn man in die Tram und in die ÖV hier schaut, trägt ja praktisch niemand die Masken. Müssen wir das obligatorisch oder als Zwang machen? Also ich bin der Meinung, beim öffentlichen Verkehr und bei einem Bus, wo ja niemand kann, auf 2 Meter neben dem anderen, das also ist allein im Zug. Also ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, die mit dem Zug an die Arbeit kam, die hat gesagt, ich war so überfüllt im Zug am Morgen und jetzt bin ich allein im Zugswagen gewesen. Das ist jetzt noch am Anfang. Aber sonst normalerweise, und da bin ich der Meinung, dass man für die Benutzung vom öffentlichen Verkehr und vom Bus muss eine Maske tragen. Und das nützt auch nichts, die Maske gratis abgeben. Die Leute tragen ja nicht keine Maske, weil sie es nicht vermögen zu kaufen. Also, dummes Zeug, sondern am Anfang ist mir auch so gegangen, ich sagte, was? So eine Maske muss ich anlegen. Nein. Oder sieht das so ein bisschen sehr blöd aus und so. Heute. Ja, das ist auch noch ein Vermummungsverbot, oder? Ja, das geht aber über die Augen raus. Also, das tut einem am Anfang ein bisschen dumm. Aber jetzt bin ich mir das gewöhnt. Automatisch, nicht mehr dort näher kommt, im Büro, lege ich die Masken an. Das ist ein Schutz für einen und ist ein Schutz für das Gegenüber. Leuchtet einem ja alles ein. Und wenn man so näher zusammengeht, dann sollte man es auch anordnen. Im Auto ist das anders, da bist du alleine drin oder zweite mit jemandem aus der Familie. Aber wenn 4 oder 5 drin sind, braucht es auch Schutzvorrichtungen. Da ist das bei der Taxi gesehen, die machen so Flexischeiben machen die, dass man anders kann man auch den Kontakt schaffen. Ich bin die Woche im Coiffeur gewesen, das geht sehr gut. Vor der Tür lege ich die Masken an. Coiffeur hat die Maske schon an.
Und dann schneidet sie die Haare, wenn sie halt doch hinter den Ohren ausschneiden, läuft sie ein bisschen das Band weg und schneidet da. Also das geht ja alles sehr gut. Das sind so praktische Massnahmen. Aber das geht natürlich nur, wenn man die Schutzmaske zulässt. Und wenn man sie nicht zugelassen hätte, dann hätte man heute noch keine Waffe, die ausschneiden könnte. Eben, aber es ist ja gleich komisch. Man könnte ja den Zwang machen, bei dem Punkt, dass man sagt, in der SBB rein muss man eine Maske tragen, sonst gäbe es einen Buß. Ja, dort bin ich der Meinung, das muss es so sein, oder sie dürfen nicht in den Zug gehen. Es ist einfach, oder wer keine Maske hat, darf man dort gehen. Aber ich weiss nicht, es ist halt schwierig. Jetzt kommt es halt mit den Notlügen so, einen Tag kommt es dann aus. Da kann ja nicht sein, dass der Bundesrat am Anfang sagt, und dann mit dem Chef Epidemiologe sagt, ja, nein, Maske, das ist nützt nichts. Nein, Maske ist sogar noch schädlich. Dann kommt aus, dass er 2012 selber gesagt hat, gegen die Epidemie brauchen wir Schutzmasken. Er hat sich sogar abbilden lassen, in der Öffentlichkeit, dass man das braucht. Und jetzt hat er das Gegenteil müssen sagen, weil wahrscheinlich der Bundesrat, der Verse von ihm verlangte, das darfst du ja nicht sagen, dass wir keine Maske haben. Und nachher ist es lang gegangen, bis sie gekauft haben. Aber jetzt kann man ja Masken kaufen und sind ja da. Und das verlangen. Man muss es nur verlangen. Aber Ihre Tochter hat ja aus China Masken nie geholt in die Schweiz. Muss sie das noch machen oder ist das jetzt der Verbindung? Ja, weil sie hat mit den Coiffeuren auch geredet, wenn man das wieder in den Weg leiten kann. Dann haben sie gesagt, wir haben doch keine Masken. Dann hat sie auf die Berg gesagt, kaufen die Masken jetzt. Das können wir nicht auftun. Die hat nichts gemacht. Hat sie es halt selber geholt und gekauft und hat gesagt, ich gebe es ab zur Selbstkost. Dann bestellen, dann wird es zugeschickt. Und jetzt hat es auch andere, die Masken einführen und verkaufen. Der Bund behauptet, er hätte jetzt auch Masken eingeführt. Ich weiß es nicht, wie offen es stimmt. Noch eine Frage, wie beurteilen Sie den Koch? Der ist ja mittlerweile ein bisschen Held geworden in der Schweiz, oder? Ja, gut. Wissen Sie, das ist immer so. Wenn Sie in so einer Situation Safety Tank nehmen, wenn der Bundesrat die Safety Tank hat, ohne demokratische Kontrolle, jeden Tag anstehen und sagen, ich schütze dich jetzt, dass deine Gesundheit geschützt ist, dann werden sie immer zum Held. Das war übrigens bei allen Diktaturen so gewesen, wenn man sie eingeführt hat. Da hat man gesagt, ja, die müssen ja das Beste wollen. Ich kann das nicht beurteilen. Das soll jetzt der Arzt sagen, der kann es ja wahrscheinlich beurteilen. Aber er hat natürlich widersprüchliche Aussagen gemacht. Ob das Politik war oder die Wissenschaft, ist eine andere Sache. Aber ich wollte noch nicht den Stab brechen über ihn. Ich wollte nur, dass wir es jetzt richtig machen. Und vor allem für eine zweite Welle, mit ja dem Arzt sagen, machen denn die nicht die Dummheit, dass wir das ganze Leben stilllegen. Weil die Stimmung war ja mal so, dass wir haarscharf, zitiere der Herr Berse, der gesagt, es ging haarscharf am generellen Ausgehverbot vorbei. Wenn ein Bundesrat das sagt, haarscharf ging es vorbei, dass man das macht, deutet darauf ein, dass wahrscheinlich im Bundesrat mit 4-3 Stimmen beschlossen haben, man macht jetzt kein generelles Ausgehverbot. Dann wäre der Bau alles stillgelegt worden. Die ganze Wirtschaft. Und das wäre unnötig gewesen und hätte ich auch kritisiert, auch wenn ich jetzt kein Mediziner bin. Noch eine Frage. Es ist ein interessantes Phänomen. Wir haben es in Bern. Wir haben es am Samstag auch auf dem Bellevue-Platz in Zürich. Wir haben es in Deutschland vor allem. Es gibt immer mehr Leute, die sagen, das sei alles Humbug, das sei alles nicht nötig gewesen, die Viren gäbe es gar nicht. Es ist ein interessantes Gemisch. In Deutschland sind, glaube ich, ein Drittel der Leute glauben mittlerweile so, auf ein Schluss eine Verschwörungstheorie. Was ist Ihre Meinung zu dem? Ja gut, also für das halte ich Leute mit den Verschwörungstheorien. Also jeder hat einen, der gesund ist. Die einen sagen, der Trump ist schuld, die anderen sagen, der chinesische Präsident ist schuld und die dritte sagen, Bill Gates ist schuld. Also, aber das ist in einer freien Gesellschaft halt möglich, dass einer das sagt, wegen dem muss man nicht strafen. Es muss ja in einer freien Gesellschaft auch möglich sein, dass einer Unsinn erzählt. Aber dass da demonstriert wird,
Das wundert einem auch nicht. Ich meine, erstens hat es immer Leute, die finden immer einen Grund, um zu demonstrieren. Und jetzt ist ja ein Demonstrationsverbot, das ist an sich heikel, weil das ist ein Eingriff in die Meinungs- und Äußerungsfreiheit. Aber wenn nicht mehr als 5 dürfen zusammen sein, dann kann man eine Demonstration machen mit ein paar Hundert oder mit ein paar Tausend. Und dann muss man das verbieten und auflösen. Und die müssen das sehen. Also das Gebot, dass nicht mehr als 5 dürfen zusammen sein, ob es das richtig ist oder nicht, ob man auch hätte können sagen, 10 oder nur 4, ist jetzt gleich, wenn nicht das mal festgelegt ist, muss er das durchgesetzt werden. Und das ist gemacht, um uns zu schützen, weil es ist erwiesen, und das sind nicht einfach Erfindungen und Verschwörungen, dass dort, wo grosse Versammlungen gewesen sind, in geschlossenen Räumen, im Elsass, ich glaube, wie religiöse Gemeinschaft, ja. Also, und das nachher eine viel Angesteckigkeit. Oder da in Österreich in einem Kurort. Ischgl, ja. Mistel, oder? Die zusammen gewesen sind, dass man da sagt, also jetzt ein Versammlungsverbot müssen wir machen, wenn eine gewisse Zahl überschritten wird. Und das gehört halt dazu, dass dann gewisse Leute finden, wir haben eine andere Meinung. Ich habe ja auch eine andere Meinung. Aber das, ich habe aufgerufen am Anfang, ob die Massnahme, die uns der Bundesrat angeordnet hat, richtig oder falsch ist. Jetzt müssen wir es machen, bis am 19. April, weil er gesagt hat, ich befriste das. Aber dann habe ich gleich gesagt, nach dem 19. April muss man jetzt wieder ins ordentliche Gesetzgebungsverfahren hier gehen. Und der Bundesrat hat am Anfang halt einen Fehler gemacht. Er hat in einer Krise, wo man nie recht weiss, das ist immer so in der Krise, wie es eigentlich geht. Und ich habe verschiedene Krisen müssen im Unternehmen. Denken wir uns mal an die Erdölkrise, die wir kennen, die Textilkrise, dann den Kollaps, den wir hatten nach der Finanzkrise und so. Dann weiss man nie recht, wie es eigentlich ist. Und da gibt es einen Grundsatz, das ist ein führungsmäßiger Grundsatz. Nur das anordnen, was jetzt dringend ist und wo für die Behebung der Krise man sieht. Und nicht etwas anordnen, das auf lange Jahre Auswirkungen hat. Vor allem, wenn es nicht dringend ist. Und das hat man gemacht. Zum Beispiel die 100 Milliarden. Die hätte man nicht in so kurzer Zeit geschlossen. Also, wo man dem Bundesrat gesagt hat, jetzt müssen wir gewisse Sachen stilllegen. Schulen, Dienstleistungsgewerbe, die Restaurants zu, die Läden und so weiter. Dann hat er natürlich gemerkt, oh, jetzt gibt es riesige Schäden. Die Leute haben keine Arbeit und haben gesagt, jetzt gibt es halt Kurzarbeit. Und das ist unproblematisch. Wir haben ja Kurzarbeit heute in einer Versicherung, nämlich der Arbeitslosenversicherung. Da zahlen wir Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Jeder ja, seit Jahren nicht trainiert, damit, wenn es etwas passiert, dass man den Leuten eine Entschädigung geben kann. Und dann hat der Wirt ein Unternehmen, das nicht mehr funktioniert, keine Aufträge mehr hat, haben die Leute den Lohn, das ist der Schaden deckt. Und dann hat man gesagt, das war auch richtig vom Bundesrat, gesagt, jetzt machen wir Betriebsferien. Das heisst, nicht, dass jetzt einer, der jetzt keine Aufträge mehr hat und den Laden zu betrieben wird, weil er noch eine Rechnung offen hat. Also das sieht man jetzt raus. Zweitens, es gibt ein Konkursverbot für die Zeit. Alles gut, das kann man alles später wieder aufheben, ist kein Schaden. Und jetzt. Also das langt eigentlich jedem Unternehmen zum Überleben. Er hat noch andere Rechnungen, die kann er stunden. Zahlungsfristen werden dann nicht eingehalten. Betrieben werden kann er nicht, wenn er nicht zahlt. Also jetzt braucht er nicht so viel Geld. Und der Bundesrat hat gesagt, nein, jetzt geben wir jedem Unternehmen, der will, kann kommen und kommt einen Kredit über 10% vom Umsatz, maximal 500'000 Franken. Ohne zu überlegen, und zwar gratis, und zwar die Banken geben den Kredit und der Bund haftet. Und das ist so schnell gegangen, dass man die Sache natürlich nicht seriös überprüfen können. Und da
Wenn ich beim Coiffeur war, der Coiffeur sagt, da nimmt mich dann auch ein Wunder, wie viel von dem Geld wieder zurückkommt. Also da nimmt uns alle Wunder, glaube ich. Ja, da zahlt dann alles der Steuerzahler. Ja. Und das kommt dann erst aus in den nächsten Jahren. Nach vielleicht nach 5 Jahren, dann ist wahrscheinlich von diesen Bundesräten, von den Parlamentariern nicht mehr viel rum. Christoph Blocher, besten Dank für die Tour d'Horizon, die wir gemacht haben. Wir sind also von der Erz bis zu der Coiffeur. Wir haben den ganzen Bogen jetzt durchgespannen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, gute Zeit, meine Damen und Herren. Wir sehen uns wieder nächste Woche bei Tele Blocher. Ich wünsche Ihnen auch eine gute Zeit und ein schönes Wochenende. Bis dann.